Herzlich willkommen bei Kulitar und ja, es geht jetzt leider weiter. Nicht leider, es geht einfach weiter und ja, ich will schon mit ein paar Horrorfilmen anfangen. Vielleicht werden das zwei Parts, weil ich wollte die Filme auf... Ja, ich 5 oder 6 Filme immer pro Part vorstellen, damit es nicht so lang wird. Und da wollte ich aber jetzt gerade mal an, da gleich mal anfangen. Hier, einmal aus der Masters of Horrors Collection. We All Scream for Ice Cream habe ich bei Teddy für 2 Euro bekommen. Ja, ist auch Uncut 16. Und ja, okay, Film hat seine Länge am Anfang und ja, das Metal Pack ist auch nicht so, die ist okay, das ist wirklich geil, das Metal Pack sieht cool aus. Aber das War of Disc ist auf Samt und da geht die ganze Disc hinüber, weil das staubt alles drauf ab und das kann man wirklich vergessen. Aber sonst ist eine coole Edition, hier steht auch nochmal etwas. Ah, jetzt ist mir runtergefallen, das gibt's auch nicht öfters hier. Ja, egal, aber etwas von Chucky oder so steht da. Und der Clown sieht auch mal ganz cool aus. Und ist auch hier ab 16, in Laufzeit von 55 Minuten. Von Splendid veröffentlicht und ja, zu den Filmen, ja, der ist auch ganz cool. Am Ende wird er auch ganz cool. Ist jetzt nicht so viel Blut, ist jetzt erst mit Eisschleim. Ja, mit Eisschleim. Dann kommen wir zu einem Sci-Fi-Horror. Ich glaube, das ist ein Sci-Fi, ich weiß nicht genau. Aber hier Event Horizon. Ja, spielt ja auch mit in Matrix 1, 2 und 3. Und ja. Ja, hier haben wir die Widescreen Collection aus Paramount, also von Paramount. Und der Film, den Film werde ich mir heute Abend reinziehen. Und ja, der wird bestimmt cool. Ich freue mich schon wirklich auf den Film, weil... Ich habe den jetzt geschenkt bekommen. Ja. Ich wollte mir eigentlich ein Steelbook holen, aber jetzt habe ich ihn geschenkt bekommen. Das brauche ich ja nicht mehr. Und hier ein wirklich spannender Hochzeitszeit-Fiction. Klasse mit Klasse und klassischem Horror. Doch, ein bisschen Horror ist dabei. Also, ja. Horrorfilm hat eine Lauflänge von ca. 92 Minuten. Und ich wirklich, bestimmt wird ein bestimmt cooler Film. Sagt mir mal was zu den Filmen, wie ihr so findet. Und ja. Gibt einfach mal, komm mal. Hier ist die Disc. Ich frage mich jetzt, hier ist er ab 16 in der UK, ab 18 und ja, ich weiß auch nicht wieso. Und hier nochmal eine Kapitelansage. Ja, jetzt kommen wir zu Ritter der Dämonen. Hier ungeschnitten Geschichten aus der Gruft. Ist er indiziert. Hier von Universal veröffentlicht und Cover finde ich ganz cool. Es gibt ja diese Limited Hard, diese Hardboxen, die sehen auch richtig cool aus und Mediabook auch, sieht richtig geil aus. Und jetzt möchte ich mir aber von denen auch noch diese Geschichten aus der Gruft Staffeln holen im Mediabook. Aber sie sind sehr teuer zurzeit noch und ja, mal schauen, wie es wird, wie günstig die jetzt werden. Ja, wollte ich einfach, weil der Gruft, die ist einfach cool und er hat da 2 Filme, Bordello auf Blatt habe ich auch. Ja, und einfach klasse. Der Film lief auch schon öfters im TV um so um 2-3 Uhr nachts und lief auch geschnitten, aber heftige Szenen war trotzdem noch drin. Und ja, ich empfehle den einfach, weil das ist einfach cool. Ja, einfach nur klasse. Und hier sind es. Ja, jetzt habe ich aber glatt die Punkte bei den ganzen Filmen vergessen. Ja, ich gebe jetzt den hier, wie auch aus dem Gewicht, 6 von 10. Event Horizon weiß ich jetzt noch nicht. Und hier Ritter der Dämonen gebe ich 9 von 10, weil der mir so gefallen hat. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, ich weiß, hier den Film habe ich schon vorgestellt. Und ich weiß auch, dass es die R-Rated-Fassung ist. Weil es in Deutschland nur die R-Rated-Fassung gibt. Die Unrated gibt es nicht hier in Deutschland. Veröffentlicht von Keblight habe ich für 4,99 bekommen, Expert. Und ist eigentlich jetzt in dem Sinne nicht ungeschnitten. Ich weiß, es sind Unrated und R-Rated. Ich weiß es nicht, nur dass es hier die R-Rated, das weiß ich nämlich. Und dass es auch ein Wendecover hat, das weiß ich auch. Und das Cover hier gefällt mir auch. Und bei der Unrated-Fassung, da ist die noch mit ihrem Gesicht anders und alles, also ist abgeschorft. Ja, aber sonst wirklich ein sehr, sehr geiler Splatterfilm, finde ich. Und den empfehle ich leider auch. Oder ist auch noch leider. Den empfehle ich einfach. Und ja, kommen wir auch gleich zur Rückseite. Ja, ist ein Party-Splatter natürlich, recht cool. Und gibt auch ein Making-of 42 Minuten Bonus.
Und hier ist die Disc. Na, jetzt kommen wir nach zwei Filmen und der andere Part wird vielleicht auch sechs. Okay. Hier auch wieder mal zu einem Horrorfilm im All, also wieder ein Sci-Fi-Horrorfilm. Ja, habe ich von nichts gehört. Ich weiß nicht, ob der so bekannt ist, der Film. Wenn ihr ihn kennt, sagt mir, wie ihr ihn findet. Also, ich kenne ihn jetzt noch nicht. Haben wir auch erst bekommen. Und ja, mal schauen, wie der so wird. Ist ja, ich erwarte nichts Großes, kann man sagen. Ist aber schon ein älterer Film. Und der Cover gefällt mir auch mit dem Mond. Ich stehe auch wirklich auf Sci-Fi-Filme. Ja, hier Stargate und Stargate Atlantis und Andromeda ist auch cool. Ja, kann ich eigentlich nichts sagen von dir, nur dass der eine FSK 18 hat. Und hier nochmal ein paar Bilder, wenn ihr sehen wollt. Und hier ist die Story, wenn ihr lesen wollt. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen hierzu. Jo, jetzt kommt noch ein Film. Ich weiß nicht, ob man den jetzt als Horrorfilm jetzt bezeichnen kann. Aber ich glaube eher, das ist ein Mystery-Horrorfilm. Ich weiß nicht. Bruce Willis in The Sixth Sense. Ja, habe ich in der Platinum Edition in der 2DVD. Könnte man aber sagen, mir den Film so fand. Hier ist noch die alte Auflage von Warner ohne Flatschen. Ohne Flatschen, natürlich. Ja. Bruce Willis macht sehr geile Filme, stirbt langsam 1, 2, 3 und 4. Ich glaube, es kommt jetzt ein fünfter Teil sogar raus. Und darauf warte ich auch schon. Die Box werde ich mir jetzt auch noch bald zulegen, die Quadrologie. Ja, aber hier Bruce Willis, The Sixth Sense. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich einmal im Fernsehen, wollte ich ihn schauen, habe ich ein paar Minuten geschaut. Na, fand ich ihn schon ganz gut. Aber ich habe ihn nie zu Ende geschaut, weil ich noch ein paar Minuten geschaut habe. Der hier spielt ja auch in künstlicher Intelligenz mit. Ja, und ist auch aus ab 16. Ein bisschen hier ein kleines Booklet und hier sind die DVDs. Ja, und gleich geht's mit Part 2 weiter. Und ja, wir sehen uns in Part 2.